Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Wenn sie die entsprechende Wachenden Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. Wir müssen herausbekommen, was geschehen ist und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Zurück. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen.
Ich fasse es nicht. Ihr seid... In den Ältesten... Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Es gibt noch... Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut sehen, den Drachen selbst stimmt. Ohne daran, dass ihr Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Erilet? Ihr seid ja so schnell. Verstehe ich auf jeden Fall. Fuß! Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel. Habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Fuß! Was für eine Macht ist das? Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei.
Ihr da. Wir suchen jemanden. Eine Frau. Sie benutzt wahrscheinlich... Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Wir suchen nach einer Flüchtigen. Das geht... Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Da ist jemand fasziniert vom Feuer. Wie? Was? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Seid ihr oft im Wolkenblitzer? Damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Natürlich seid ihr es. Wenn nicht. Ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Es heißt, es gebe nichts, was eine Nordfrau nicht schafft, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört, ich berate den... Alp. Redet. Wir Nord sind stark und hart. Ihr braucht etwas? Aber ihr habt gestimmt. Redet. Bei Ismir. Ihr habt ja? es geschafft. Ja? Ihr habt einen Drachen getötet. Ihr seid die Wachen Beste. Haben über euch gesprochen und meine ihr könnt sein? Euch Glück. Was gibt's denn, wenn ihr in Weiß mit dem Bob? Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich habe ein Rezept eine für dich. Hm? Ja, ja, ich habe nicht den ganzen. Ja? Redet. Redet. Hm? Wenn ihr meine Dame. Habt ihr euch vielleicht einen Teller mit heißem Schmortopf drin? Dem Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter den Sternen wandelt. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt, wo mein Atem der lang Gut. Ihr seid endlich hier. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich wusste, dass ich mich auf Irileth verlassen kann. Drachenblut? Was wird... Also ist es wahr. Meister des Weges. Deshalb, wenn ihr wirkt... Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hungar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So viel sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender!
Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Ungar, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Es geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr? Die 7000 Stufen noch. Einmal zu erklimmen. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut. Auch einmal braucht Himmelskraft. Wusstet ihr das? Begebt euch nach Hochrodgar. Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Bei den Brettern. Weg von den Sorgen. Was für eine Magie. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Also dann. Zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Sie bringen es ja kaum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Was dann? Werden die Elfen euch die... Häuser wegnehmen, die Geschäfte, eure Kinder... Ja, sogar euer Leben. Und was macht das Kaiserreich? Nichts. Nein, weniger als nichts. Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talor. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Es hat Jahre gedauert, aber ich berate den Beeilt. Ja?
Ihr braucht etwas? Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Lasst mich... Ja? Beeilt euch. Ihr beeilt euch. Rede. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eolund Raumene. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. In Richtung Osten unterwegs seid, dann solltet ihr Hilgruns Grab meiden. Das Problem mit diesen alten Grabmälern sind die Toten, die Probleme haben, tot zu bleiben. Ich habe nichts getan. Aber sicher. Diese Rüstung da. Ihr habt sie weggeworfen, ja? Also kann ich sie doch nehmen, oder? So viel Glück hatte ich den ganzen Tag noch nicht. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen habe... Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf.
Probleme? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrott gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ich wünschte, ich könnte... Seid ihr auf dem Weg nach Hoch? Ich war schon... Als... Nicht, dass sie das vorhätten. Die... Hauptsächlich Nahrung. Die Graubärte kommen nicht oft. Es gibt eine... Das Problem ist, dass meine Beine... Wirklich. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben... Es gibt man... Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Hallo. Ja, es passiert. Manchmal ist echt nichts los. Aber ich bin auch noch am Ausprobieren, ob alles funktioniert. Ich muss zu den Graubären, um zu sehen, ob ein Mod geht. Wieder Schrei modifiziert. Aber ich sage jetzt mal nichts. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Mund. Ja, die Schwerter sind so laut. Jetzt kommt der Troll vom Berg runtergesprungen, da hinten. Das ist eigentlich eine coole Stelle. Licht aus.
Ja, Nord. Ich spiele immer als Nord. Eigentlich immer. Ist zwar schon länger her, aber ich habe es vielleicht 10-mal durchgespielt. 11-mal vielleicht, 11-mal. Ich weiß, warum es passiert ist. Ich weiß, warum. Ich habe die Graubeere verändert. Ich muss gucken, was es war. Entweder ist deswegen passiert oder deswegen. Ich mache einfach mal das raus. Oh Gott, hoffentlich muss ich den ganzen Berg wieder hoch jetzt. Nein, Pferd kommt nicht. Ich muss laufen. Vorher abspeichern. Jawohl. Sobald er die Graubärte laden will, klappt's nicht. Ich glaube, das wird so gewesen sein.
Auf ins Lad. Ich bin direkt hinter euch. Sieht echt gut aus, der Pullover. Sieht voll echt aus. Dann mal los. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Wir werden sehen. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Ach ja, jetzt muss ich zaubern. Lasst uns die Macht eurer Fuß spielen. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochwodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind die... Ihr steht... Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen... Wir sind hier, um euch bei... Ihr seid... Ob ihr... Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Wir sind... Wir werden unser Möglichstes tun. Das müsst ihr selbst herausfinden. Ihr habt bereits... Aber habt ihr... Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch immer noch der da. Drachenblut einen ihr angeborenen geht, ich gebe euch Deckung. Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Fuß, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro. Was?
war nicht mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachen. Blut. Dir die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Gut gemacht. Wieder einmal. Folgt Meister Borin.